Hallo, Servus und willkommen im ersten Bonusvideo zum Videozyklus Funktionsgraphen, in dem wir uns mit weiterführenden Inhalten beschäftigen werden. Aus dem Schulunterricht sowie aus den vorhergehenden Videos kennst du natürlich schon die Graphen von reellen Funktionen, also Funktionen von den reellen Zahlen, die reellen Zahlen. Und heute werden wir uns überlegen, wie man sich Graphen vorstellen kann, wenn mehrere Variablen im Spiel sind oder wenn sogar die Funktionswerte und der Input Vektoren sind. Wir werden beginnen mit einer kleinen Wiederholung der Grundlagen und formale Definitionen und dann geht es auch schon los mit vielen Beispielen und verschiedenen Umgebungen, die für uns wichtig sind und ganz klarerweise natürlich auch die Anwendungen. Also viel Spaß, lehnt euch zurück und dann kann es auch schon losgehen. Wir erinnern uns zunächst an die Definition des Graphen für reelle Funktionen, so wie wir es auch in den vergangenen Videos bereits gesehen haben. Wenn wir eine Funktion f von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen haben, dann ist der Graph dieser Funktion f einfach die Gesamtheit aller Paare aus Argument x und Funktionswert f von x. An dieser Definition wird sich auch für andere Funktionen nichts ändern. Allerdings ist die Interpretation dann eine andere, wenn mehrere Variablen und vielleicht auch andere Objekte als Funktionswert im Spiel sind. Und das sehen wir jetzt auch gleich an mit einer etwas allgemein gehalteneren Definition, und zwar jene, wenn ich wirklich mehrere Dimensionen im Spiel habe. Wir betrachten jetzt Funktionen vom r hoch m in den r hoch n. Das heißt, unser Input, also die Argumente, sind eine Liste aus m Zahlen, eine geordnete Liste. Und der Output ist auch eine geordnete Liste, allerdings mit n Zahlen. Und solche Tupel, die kennt ihr schon. Die einfachsten sind die zwei Tupel, also Paare, oder drei Tupel, das sind die Trippel. Das heißt, wir nehmen jetzt als Argument, also als Objekte, die ich für die Variable einsetze, nehme ich eben Vektoren im r hoch m oder eben m-Tuppel und der Output ist auch so ein Tuppel, allerdings mit ganz allgemein gehalten n-Einträgen. Das sieht komplizierter aus, als es ist. Wir werden gleich in einem Spezialfall sehen, dass das gar nicht so schwierig ist. Was machen wir jetzt? Wir wollen ja den Graphen betrachten und der Graph ist in dem Fall wieder einfach das Paar aus dem Argumentvektor und dem Funktionswertvektor. Nur stellen wir uns dieses Paar etwas anders vor. Und zwar werden wir die Komponenten verteilen auf einen einzelnen Vektor. Das heißt, wenn das der Input ist, mit diesen m-Komponenten, und das ist der Output mit n-Einträgen, dann geben wir die zusammen in diesen Vektor da unten. Besonders hilfreich ist es im Fall für m gleich 2 und n gleich 1, wie wir sehen werden. Und das ist auch gleich der nächste Punkt. Weil letzten Endes, es ist natürlich schön, wenn wir hier eine Definition haben, aber was wollen wir eigentlich von einem Graph gerne haben? Wir wollen das Wesen, die Natur von einer Funktion in irgendeiner Weise bildlich und anschaulich darstellen. Und das erlaubt uns jetzt die folgende Vorgehensweise. Ich sage hier an dieser Stelle gleich noch dazu, wir werden uns nur mit relativ einfachen Funktionen beschäftigen, nämlich Funktionen, die aufgebaut werden oder sich zusammensetzen aus den stetigen Funktionen, die ihr bereits aus dem Schulunterricht kennt. Also keine Sorge, dass irgendwo Funktionen ins Spiel kommen, die euch ganz fremd sind. Das, was wir gerade vorhin in aller Allgemeinheit gesehen haben, werden wir jetzt reduzieren auf einen wichtigen, aber relativ einfachen Spezialfall, nämlich Funktionen vom r hoch 2 in den r hoch 1. Was bedeutet das? Wir werden diese Elemente des r hoch 2, das sind entweder, könnte man Paare dazu sagen, oder Vektoren mit zwei Einträgen, und jedem dieser Elemente ordnet man jetzt eine Zahl z zu. Und z ist eben der Funktionswert an der Stelle xy. Ja, wichtig, x und y darf ich nicht einfach vertauschen. Das sind ja geordnete Paare. Der Funktionsgraph ist nun wiederum ein Paar, wo wir sagen, im ersten Eintrag des Paares ist der Input, also unser Punkt xy an der Ebene, und der zweite Eintrag des Paares ist eben der Funktionswert z. Jetzt interpretieren wir das aber etwas anders, dass wir nämlich sagen, wir werfen das gemeinsam zusammen in ein Triple. Das heißt, dass da vorne diese zwei sind der Input und das da hinten ist der Output, also der Funktionswert. Und jetzt können wir eben sagen, wir nehmen da diese Ebene mit all diesen xy-Punkten und die Höhe über dem Argument
ist der Funktionswert und das entspricht ja einem Punkt dort, nämlich genau dem Punkt mit den Koordinaten x, y und z. Der Graph ist also dann einfach eine Punktmenge im Raum, das heißt im R hoch 3. Und wenn wir im günstigsten Fall mit stetigen Funktionen arbeiten, mit zwei Variablen und einer reellen Zahl als Output, dann entspricht das einer Fläche, die eben im Raum drinnen liegt, die dort eingebettet ist. Sieht ein bisschen so aus wie ein fliegender Teppich. Dazu auch gleich ein anschauliches Beispiel. Man stelle sich vor, dass die Definitionsmenge die Koordinaten des Bundeslandes Tirol sind, also eine Teilmenge der Ebene. Wenn wir jetzt jedem dieser Punkte eine Höhe zuordnen, nämlich die Höhe über dem Meeresspiegel, dann bekommen wir eben genauso ein Flächengebilde, das der Topografie vom Bundesland Tirol entspricht. Das heißt, dort sieht man die ganzen Gebirge, Berge, Täler, Hügel und alles, was eben der Oberfläche des Bundeslandes Tirol entspricht. Wir sehen uns auch gleich zwei grafische Beispiele an und beginnen mit einem sogenannten Rotationsparaboloid, wo ja auch schon irgendwo das Wort Parabel drinnen steckt. Und das sieht so aus, wird eben erzeugt als Graph von einer Funktion mit zwei Variablen, die die folgende Form hat. Da unten steht f von x und y ist gleich eine Zahl, in dem Fall 0,2, mal Klammer x² plus y². Wie kommt jetzt diese Fläche zustande? Man geht wie folgt vor und betrachtet zunächst einmal die Definitionsmenge. Und wenn das da unten die x-Achse ist und das ist die y-Achse, dann ist diese graue Ebene unsere Definitionsmenge. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeinen Punkt herausgreife, zum Beispiel jenen Punkt mit der x-Koordinate 3 und der y-Koordinate 4, das heißt, wir hätten hier den Punkt mit den Koordinaten 3 und 4, dann kann ich eben diese Zahlen 3 und 4 da unten einsetzen in die Funktionsgleichung und bekomme eine Zahl heraus. Und diese Zahl ist die Höhe über den Punkt in der Definitionsmenge, die ich jetzt hier einzeichne. Ja? Und in dieser Höhe markiert man dann einen Punkt, hier dick in grün dargestellt, und dieser Punkt liegt dann auf der Fläche. Wenn man das mit allen Elementen der grauen Definitionsmenge macht, bekommt man letztendlich das gesamte Flächengebilde. Ich lade euch an dieser Stelle auch ein, dass ihr euch Gedanken darüber macht, wie man sich diesen Graphen überlegen kann, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Und da gebe ich den Tipp, dass ihr bei der Funktionsgleichung hier unten das, was da hinten im Prinzip variabel ist, dass ihr euch das vorstellt, wie die Wurzel aus x² plus y² und diese Wurzel zum Quadrat. Ja, weil diese Wurzel, die kann man sich letztendlich vorstellen wie einen Abstand und ich denke, da wird die Sache einiges klarer. Wir kommen auch gleich zum zweiten Beispiel und das ist im Prinzip die Verallgemeinerung auf zwei Dimensionen von einer Normalverteilung. Das heißt, man hat hier wieder eine Ebene, die unsere Definitionsmenge ist, nämlich die xy-Ebene und jetzt kann ich sagen, ich nehme einen Punkt dort in der Ebene, setze ihn ein in diese Formel hier und dann kommt wieder eine Zahl heraus, die eben ja, eine Höhe über den Punkt in der Definitionsmenge ist und die Gesamtheit ergibt diese schöne rote Fläche, die ja, im Wesentlichen eine Glockenkurve gedreht um die Z-Achse darstellt. Ich habe hier auch noch ein Schnittbild von der Seite inkludiert, das sieht dann so aus und da sieht man wirklich, das ist eine Glockenkurve, wenn ich das quasi durchschneide und von der Seite betrachte. Ja, da hätten wir quasi die X-Achse, die direkt zu uns herausschaut, in die Richtung aus der Tafel oder aus dem Bildschirm heraus, die Y-Achse nach rechts und die Funktionswertachse in Z-Richtung nach oben. Ja, wenn wir wirklich nur das Schnittbild ansehen, ist natürlich sofort klar, wie das funktioniert, weil das ist ja wie gewohnt in zwei Dimensionen, ja, wie wir es schon von reellen Funktionen kennen, also von R nach R. Jetzt sieht man hier auch noch die grauen Linien, die auf den beiden Graphen, also rechts und links, oben sind und die stellen lediglich das Bild von der Koordinatenlinien in der Ebene, also in der Definitionsmenge dar, sodass wir uns ein bisschen leichter orientieren können, was die jeweiligen Funktionswerte sind. Hier sehen wir noch den Graphen einer relativ hübschen Funktion, der wohl sehr daran erinnert, wenn man einen Stein ins Wasser wirft und man die abklingenden Wasserwellen beobachten kann. Links unten seht ihr die Funktionsgleichung. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt das Video pausieren und euch ein bisschen darüber Gedanken machen,
wie dieses Bild hier zustande kommt, aber ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen. Wir sehen uns jetzt sogleich einige Anwendungen an. Natürlich kann ich euch nur einen kurzen Ausschnitt von den Anwendungen geben, weil die sind sehr, sehr vielfältig und ich habe mir ein paar für euch herausgesucht. Ein Beispiel für Funktionen mehrerer Variablen wäre zum Beispiel eine Rohrströmung, wo wir im Prinzip die Geometrie eines Rohrquerschnittes ansehen und uns überlegen, wie groß ist denn die Strömungsgeschwindigkeit an einer bestimmten Stelle des Rohrquerschnitts. Wir wissen natürlich aus der persönlichen Erfahrung, wenn wir zum Beispiel einen Bach oder einen Fluss betrachten, dass das Wasser am Rand langsamer rinnt und das gilt natürlich für ein Rohr auch. Das heißt, in der Nähe vom Rohr selbst werden die Strömungsgeschwindigkeiten eher langsam sein und in der Mitte schneller. Und eine Funktion mit mehreren Variablen könnte zum Beispiel beschreiben, wie groß ist die Geschwindigkeit an einem bestimmten Punkt des Rohrquerschnittes. Natürlich, die Strömungsgeschwindigkeit ist eigentlich ein Vektor, aber die Richtung ist natürlich an dem Rohr vollkommen klar. Dazu will ich auch gleich ein kleines Bildchen zeichnen, allerdings nur in 2D, und zwar das eines strömenden Flusses. Wir stellen uns vor, hier außen sind die beiden Ufer des Flusses und da in der Mitte ist eben das Wasser mit der Strömung. Und da kann ich so ein Geschwindigkeitsprofil einzeichnen und es wird unter gewissen Annahmen oder Voraussetzungen die Form einer Parabel haben. Das heißt, wenn wir uns da so die Geschwindigkeiten anschauen in einem bestimmten Bereich vom Fluss, dann könnten wir die Geschwindigkeitsvektoren so einzeichnen. Da sehen wir, in der Mitte des Flusses sind die Geschwindigkeiten am höchsten und am Rand sind sie am niedrigsten. Und wenn wir jetzt Folgendes machen, wenn wir uns da wirklich eine Rohrströmung vorstellen wollen, eine Rohrströmung, nehmen wir vielleicht einfach ein Rohr mit einem kreisrunden Querschnitt, da könnten wir uns das so vorstellen, dass wir sagen, das hier ist der Querschnitt, ja, das ist im Prinzip die Querschnittsebene, wenn wir auf der Seite drauf schauen, und das Geschwindigkeitsprofil hat dann diese Form einer Parabel von der Seite. Aber nachdem das von jeder Seite eines kreisrunden Rohres gleich ausschauen muss, wäre das Geschwindigkeitsprofil einer Rohrströmung ein Rotationsparaboloid, wie eben zuvor. Und das, was wir in Rot sehen, ist einfach der Querschnitt von der Seite betrachtet. Das ist natürlich ein Kreis oder genauer gesagt eine Teilmenge, eine kreisförmige des R hoch 2. Ebenfalls im Bereich der Physik können wir die Intensität oder Amplitude einer sich ausbreitenden Schall- oder Druckwelle als Funktion mit zwei Variablen beschreiben. Natürlich müssen wir da gewisse Annahmen treffen und in dem Fall, wenn wir wirklich nur zwei Variablen haben wollen, müsste sich der Schall in alle Richtungen ungehindert ausbreiten können. Und dann hätten wir wirklich eine relativ einfache Funktion, wo wirklich nur der Abstand zu der Schallquelle und die vergangene Zeit drinnen steckt. Auch im Wirtschaftsleben oder in der Wirtschaftsmathematik spielen natürlich Funktionen mit mehreren Variablen eine sehr große Rolle. Unter anderem als ganz einfaches Beispiel eine Gewinnfunktion, wo wir im Prinzip zwei Erzeugnisse oder Produkte mit den Stückzahlen x und y haben, die wir produzieren und dann verkaufen, und dann haben wir eine Gewinnfunktion in Abhängigkeit von der verkauften Stückzahl, und die Stückzahl ist in dem Fall ein Vektor, wo die Stückzahl vom einen und die Stückzahl von anderen Produkt quasi in einem mathematischen Objekt gebündelt sind. Die Rolle von Funktionsgraphen ist jetzt vorrangig, dass wir mit wenigen Blicken bereits sehr gute Informationen auch aus komplexeren Situationen sammeln können, so wie etwa hier, wenn mehrere Variablen im Spiel sind. Und gerade wenn man sich mit komplexeren Thematiken wie etwa der linearen Optimierung beschäftigt, dann lernt man diese Graphen auch wirklich zu schätzen, um tiefere Einblicke zu bekommen und ein Themengebiet einfach leichter zu lernen und zu handhaben. Hier ist jetzt aber noch nicht Schluss, denn wir können natürlich auch noch mehr als zwei Variablen haben und Funktionen, die eben vom R hoch M in die reellen Zahlen abbilden. Das nennen wir dann ein sogenanntes skalares Feld. Das heißt, wenn wir eine Funktion mit m Variablen, ja, x1, x2 und so weiter bis xm, und bilden eben diese Zahlen nach irgendeiner bestimmten Vorschrift wieder auf eine reelle Zahl ab. Und auch die spielen eben in der Physik, Technik, Wirtschaft, Finanzmathematik eine große Rolle. Und wir sehen uns zumindest einen kleinen Ausschnitt an. Die Spezialfälle für m gleich 2 haben wir bereits gesehen. Wir haben da die Problematik, dass wir natürlich, wenn wir mit höheren Dimensionen arbeiten,
nicht mehr so einfach eine grafische Darstellung zusammenbringen, aber da kann man sich mit einigen Tricks behelfen, wenn wir zum Beispiel sogenannte ISO-Linien zieht oder verschiedene Farben und Schattierungen mit einbringt, dann können wir auch aus komplexeren Situationen eine grafische Darstellung ableiten. Und ein Beispiel, das ich jetzt hier nennen will, das sind meteorologische Karten, mit denen hat man im Alltag auch zu tun. Hier sehen wir zum Beispiel eine Landkarte von Europa und da sind einige schwarze Linien eingezeichnet und das sind sogenannte ISO-Linien. Linien gleichen Drucks. ISO heißt gleich. Das heißt, ich kann hier, obwohl ich nur zwei Dimensionen zur Verfügung habe, weitere Informationen ablesen als lediglich die Karteninformationen selbst und weiß, in welchen Regionen ist gleicher Druck oder wo wechselt der Druck. Wir sehen ja zum Beispiel in der Gegend von Island und Grönland ist ein sehr, sehr niedriger Druck. Hier haben wir zum Beispiel 957 Millibar, sehr, sehr niedriger Druck und der wird dann sukzessive, wenn man sich dort wegbewegt von Island, wird der Druck dann höher, der Atmosphärendruck. Und das ist nur ein Beispiel, wie man eben mit verschiedenen Tricks in zwei Dimensionen viel mehr Informationen unterbringen kann. Man kennt das auch aus dem Schulatlas oder aus einem anderen Atlas, dass dort in einer Landkarte zum Beispiel verschiedene Farben verwendet werden. Das Gebirge hat meistens rote oder noch dunklere Farben, während im Flachland haben wir gelb bis grün. Also abhängig von der Höhe über dem Meeresspiegel verwenden wir eine andere Farbe. Und das gleiche bei den Meerestiefen. Und da können wir auch in einem Atlas noch mehr Informationen hineinbringen, obwohl wir eigentlich nur die zwei Dimensionen zur Verfügung haben. Weitere Beispiele für so ein skalares Feld wäre eben eine Funktion, die einem Punkt im Raum, drei Dimensionen, eine Zahl, nämlich zum Beispiel den Druck oder die Temperatur zuordnet. Noch ein Beispiel wäre eben die Dichteverteilung in einem Körper, für Techniker sehr, sehr wichtig und Potenziale in der Elektrostatik, aber es gibt auch Gravitationspotenziale, spielen in der Physik eine größere Rolle, auf die werde ich jetzt aber nicht ganz genau eingehen. Damit dieses Video nicht zu lang wird, habe ich es aufgeteilt in drei Teile. Das hier ist der erste Teil, wo wir im Wesentlichen die skalaren Felder betrachtet haben, mit eben dem wichtigen Spezialfall von Funktionen vom R hoch 2 in den R hoch 1. Und im nächsten Video werden wir dann Vektorfelder sehen. Das heißt, dann haben wir Funktionen, wo ein Vektor auf einen Vektor abgebildet wird und wie wir das grafisch darstellen können. In einem dritten Video sehen wir dann auch parametrisierte Kurven und parametrisierte Flächen, auch als spezieller Typ einer Funktion mit einem zugehörigen Graphen. Ich hoffe, es war bis hierhin interessant. Ich freue mich schon auf das nächste Video und ich hoffe, du lernst auch einiges dabei und kannst einiges daraus mitnehmen. In vielen Bereichen der Wissenschaft spielen diese Funktionentypen wirklich eine sehr, sehr große Rolle und gerade die Graphen sind eine ganz zentrale Möglichkeit, Informationen zu kommunizieren. Wir sehen uns also im Video zu Vektorfeldern. Viel Spaß dabei, bis bald und mach's gut!